Liebe Landsleute, einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott an diesem strahlend schönen Tag. Wir waren gestern noch um 22.25 Uhr, meine Frau und ich, waren wir hier oben, weil irgendwer hat uns gesagt, heute gibt's Sternschnuppen. Wir sind genau 2 Minuten oben gestanden, haben uns noch geärgert über das Lichtermeer von dem Komiker da drüben, ich weiß nicht, wie er heißt. Und dann haben wir uns umgedreht in die Richtung. Und ich lüge nicht, nicht eine Minute gewartet und es kam eine wunderschöne Sternschnuppe. Nur leider haben wir vergessen, uns was zu wünschen. Aber das soll uns nicht hindern. Ich begrüße euch sehr herzlich, besonders begrüße ich unseren Domdekan, Prälat Karl Rühringer aus St. Stephan, aus Großdajax. Die freundlichen Worte der Begrüßung möchte sagen, mit einem Blick auf die alte Heimat, Znaim und Umgebung, darf ich euch alle, die wir mit Erinnerungen, mit reichen Erinnerungen in unserem Herzen da versammelt sind, dass wir diesen Gottesdienst am großen Frauentag, wie er genannt wird, das Fest Maria Himmelfahrt, dass wir den Gottesdienst beginnen. Maria, dich lieben, ist allzeit mein Sinn. Eben
diesen Gruß von Günter Grech noch einmal aufgreifen. Euch allen ein ganz herzliches Grüß Gott. Ich freue mich wirklich, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ich begrüße alle Landsleute aus Südmähren, deren Wurzeln dort drüben sind. Und ich begrüße aber auch alle, die sozusagen für die Südmähre ein Herz haben und irgendwo angestreift sind an die Südmähre und jetzt unter uns sind. Herzlich willkommen. Südmähren nach Maria Zell. Ich weiß, in einem Abstand von 1 bis 3 Jahren sind die Leute aus der Gemeinde immer wieder gegangen. Übrigens, diese Wallfahrt der Südmährer nach Dreieichen, die findet ja heute noch immer statt, am ersten Sonntag im Mai. Aber zurück zur Fußwallfahrt nach Maria Zell. 1 oder 2 Pinkelwagen haben diese Fußwallfahrer begleitet und auch um die Fußmaroden vielleicht aufzunehmen, wenn es notwendig ist. 14 Tage dauerte die Fußwallfahrt. Und beladen waren sie oft mit Bitten, mit Anliegen, mit Sorgen, mit Dank. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht und oftmals trugen sie auch die Anliegen anderer mit, die sie darum gebeten haben. Und zurück kamen die Wallfahrer dann oft verschwitzt, verstaubt, sonnengerötet oder vielleicht sonnengebräunt. Aber leuchtenden Auges kamen sie zurück, mit strahlenden Gesichtern, mit einem kleinen Andenken oftmals und auch mit einem lieben Gruß von unserer lieben Frau, wie sie den Menschen gesagt haben. Ein tiefes Vertrauen, ein tiefer Glaube an die Gottesmutter, an die Himmelmutter, wie sie die Gottesmutter genannt haben, von der immerwährenden Hilfe. Dieses Vertrauen ließ sie immer wieder neu aufbrechen, ohne auf Mühen und Strapazen zu achten. In der Überzeugung, bei Maria, der Trösterin der Betrübten, der Hilfe der Christen, da sind unsere Anliegen gut aufgehoben. Und heute steht diese Frau vor uns, wie wir gehört haben in der Lesung. Die Frau mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und einen Kranz von 12 Sternen auf dem Haupt, so der Text. Es sind symbolträchtige Bilder und ich lade euch ein, dass wir diesen Bildern ein wenig nachgehen, was sie denn bedeuten. Es ist gewissermaßen der krönende Abschluss ihres irdischen Lebens. Begleitet mit der Sonne. Die Sonne ist von alters her ein Zeichen für Gott. Gott als die Quelle des Lichtes. Gott als die Quelle des Lebens. Es ist aber auch ein besonderes Zeichen für Christus, diese Sonne, denn er steigt aus der Nacht des Grabes zu neuem Licht, zu neuem Leben empor. Und mit dieser Sonne der Gerechtigkeit ist Maria umkleidet. Dann heißt es der Mond unter ihren Füßen. Aus unserer Sichtweise ist der Mond ein Gestirn, das sich immer wieder verändert. Der Mond im Abnehmen, der Mond im Zunehmen. Und das erinnert an das wechselhafte Geschick des Menschen. Vor allem erinnert er auch an das Vergehen. Es bedeutet also, Maria ist seit ihrem Heimgang zu Gott der Vergänglichkeit nicht mehr anheimgestellt, nicht mehr unterworfen der Vergänglichkeit. Sie hat bleibenden Anteil am unvergänglichen Leben, an der unvergänglichen Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet dieser Mond. Und dann des Weiteren ihr Haupt umgeben mit einem Kranz von 12 Sternen. Die verweisen auf die 12 Stämme Israels, aber noch mehr auf die 12 Apostel im Neuen Testament. Denn auf diese 12 Apostel ist die Kirche gegründet. Wir beten ja, ich glaube, an die heilige katholische apostolische Kirche. Also damit ist eigentlich die Kirche gemeint, ihr Glanz. Maria also, die Mutter all derer, die an Christus glauben. Wir alle kennen unzählige Darstellungen in der Kunst,
eben mit diesen Symbolen. Denken wir vielleicht auch an manche Mariensäule in unserer früheren Heimat. So wurde Maria dargestellt. In vielen Dörfern, in vielen Städten ist diese Abbildung zu finden. Maria ist aber auch diejenige, so haben wir gehört, damit komme ich zum Schluss, die von diesem gottfeindlichen und lebenszerstörerischen Bösen, von diesem feuerroten Drachen unter diesem Bild bedroht ist, der ihr aber nichts anhaben kann. Und so trägt eigentlich dieses heutige Fest einen sieghaften Charakter. Einen sieghaften Charakter, in dem wir als Gläubige alle mit hineingenommen sind. Und so wird Maria für uns zum Zeichen der Hoffnung, des Trostes und der Vollendung. Und das, glaube ich, empfinden viele so. Und darum machen sich so und so viele immer wieder auf zu einer Wallfahrt, ohne zu achten auf die Mühen, die damit oftmals verbunden sind. Amen. Weit über Berge, Meere und fremde Länder, wo und wann sie immer auch gestorben sind. Unser Gruß gilt jenen, denen heute noch da drüben der Wind der Heimat immer noch ein Lied singt, wenn auch unter zerborstenen Kreuzen und über wuchernden Steinen. Wir gedenken aller, die im Krieg und nach dem Krieg 1945 bei der Vertreibung aus ihrer Heimat wegen der Zugehörigkeit zu ihrem Volke ihr Leben lassen mussten. Doch die Erinnerung überwächst kein Gras und stärker als Steine sind die Herzen. Tod ist nur, wer vergessen ist. Sie aber sind bei uns, sie stehen in unseren Reihen und mahnen zum Frieden. Begrüße ich alle ganz besonders herzlich, die ich namentlich nicht genannt habe und die ebenfalls von nah und fern hierher gekommen sind, manche seit Jahrzehnten, manche vielleicht zum ersten Mal. Es freut mich, dass doch wieder einige von allen, sollten ja viel mehr sein noch,
den Weg zu uns gefunden haben, seid mir sehr, sehr herzlich willkommen. So, nun ersuche ich den Kreisbetreuer des Heimatkreises Znaim, Wolfgang Daberger, um seine Grußworte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, liebe Südmeererinnen und Südmeerer, auch einen herzlichen Gruß an alle Nachkommen, Südmeerer Nachkommen. Im Namen des Heimatkreises Znaim darf ich Ihnen die herzlichen Grüße überbringen und darf mich den Grüßen von Günter Grech anschließen. Die herzlichen Grüße des Kreisrats des Heimatkreises Znaim und besonders von unserem Sprecher der Südmeerer, Franz Lungin, Sie alle recht herzlich grüßen. Wir waren ja jetzt erst vor gut zwei Wochen in Geislingen beim Bundestreffen zusammen und haben das Wiedersehen gefeiert. Jetzt freuen wir uns wieder in schöner Tradition an Maria Himmelfahrt, dass wir uns im Kreis Znaim hier bei dem wunderschönen Denkmal treffen können. Ich möchte mich dem Dank auch anschließen, nochmals an Herrn Domdekan Prälat Rühringer. Wir haben ja in Geislingen auch die Heilige Messe zusammen gefeiert und freuen uns, dass wir immer hier beim Heimatdenkmal auch die Messe wieder, Heilige Messe zusammen feiern dürfen. Und möchte an dieser Stelle auch noch die herzlichen Glückwünsche noch einmal anfügen für die Auszeichnung, für die hohe Auszeichnung, die Sie erhalten haben. Jetzt muss ich scharf nachdenken, dass ich nichts Falsches sage. Das silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich, ist es richtig? Die Sie dieses Jahr erhalten haben. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich auch, dass ein paar jüngere Gesichter dabei sind. Sie grüße ich auch besonders herzlich hier am Heimatdenkmal. Heute bei dem wunderschönen Blick nach drüben gehen Sie nachher auch, sofern Sie nicht vorher schon oben waren, nach oben und schauen Sie hinüber nach Südmähren. Es sind ja alle Ortschaften des Kreises Znaim aufgeführt in der jeweiligen Himmelsrichtung. Heute sieht man ja recht weit einen schönen Blick auf Znaim von der Stelle aus. Und ich möchte Sie an dieser Stelle heute darauf hinweisen, auf unser neues Buch des Heimatkreises Znaim. Sie haben es vielleicht teilweise schon im Südmährer gelesen. Ich darf es hier zeigen, das jetzt kurz vor dem Bundestreffen erschienene Buch über die Vertreibungsberichte aus dem Heimatkreis Znaim, der letzte Band der Reihe, die erschienen ist schon in den anderen Heimatkreisen. Es hat begonnen mit Neubistritz, ganz im Westen, dann kam Zlabings und Nikolsburg und jetzt dieses Jahr ist uns gelungen, jetzt das Werk endlich zu vollenden für den Heimatkreis Znaim. Der größte Heimatkreis mit ja, ziemlich genau 100 Ortschaften. Wir haben die Vertreibungsberichte aus den Jahren 45, 46 gesammelt, soweit sie verfügbar waren. Und es sind tatsächlich alle Ortschaften des Heimatkreises Znaim im Buch vertreten. Leider gab es nicht bei allen Ortschaften auch entsprechende Berichte. Aber wenn kein Bericht aus einer Ortschaft drin war, so haben wir wenigstens ein altes historisches Bild, eine Aufnahme in das Buch aufgenommen, sodass wirklich dann jede Ortschaft vertreten ist. Es sind Berichte über die schrecklichen Tage der Vertreibung, beginnend so meistens mit dem Zeitraum Kriegsende, Anfang Mai 1945, wie was sich abgespielt hat in den jeweiligen Ortschaften, ganz unterschiedlicher Art teilweise. Die Berichte, wie es weiterging mit den wilden Vertreibungen hier herüber über die Grenze ins angrenzende Grenzgebiet, bis hin weiter dann im Jahr 46 dann ins Sammellager nach Melk und dann bis zur Ankunft dann in Deutschland. Diese Zeitspanne behandeln die Vertreibungsberichte. Ich möchte Sie darauf hinweisen, wir haben auch ein paar Bücher dabei, wen es interessiert. Wir können sie dann später oder am Nachmittag, dann beim heurigen Winter, besteht die Möglichkeit, dass Sie dann auch welche mitnehmen können. So möchte ich stellvertretend drei Bücher
überreichen und gleichzeitig mit dem Dank von Günter Krech nochmal anschließen. Zunächst Ihnen, Herrn Prälat Rühringer, nochmal herzlichen Dank und Ihnen auch ein Buch überreichen mit herzlichen Grüßen vom Heimatkreis. Bevor ich Ihnen das Wort, Herr Vizebürgermeister, weitergebe, darf ich Ihnen schon im Vorfeld auch die herzlichen Grüße vom Heimatkreis Znaim bestellen für die ganze Gemeinde Ritzbach, auch mit schönen Grüßen an Herrn Bürgermeister Niegel und Ihnen auch für die Gemeinde ein Buch überreichen. Genau, für die Gemeindebibliothek. Und das letzte Buch habe ich, jetzt muss ich gerade mal in die Runde schauen. Es wurde auch schon der Dank ausgesprochen an die fleißigen Helfer und Aufbauer vor Ort. Familie Koska. Wo sind sie denn? Dort drüben. Ah ja. Auch vielen herzlichen Dank. Ja, wer Interesse hat, wir sehen uns ja dann bis später gleich dann beim heurigen Winter. Es besteht die Möglichkeit, wer noch Interesse hat, dass wir dort auch die Bücher dann noch ausstellen können. So, wünsche ich uns allen heute einen schönen Tag, noch frohe Stunden des Zusammenkommens beim heurigen und darf jetzt das Wort an Herrn Vizebürgermeister Binder weitergeben. Vielen Dank. Ja, geschätzte Anwesende, ich darf zuerst die Grüße unseres Herrn Bürgermeisters und der Gemeinde Ritzbach überbringen. Eine kleine Korrektur. Wir sind die Gemeinde Ritzbach und der Ritzbach ist nur die Katastralgemeinde. Ja, nämlich besser. Ja, gut, danke. Und ich bedanke mich auch natürlich im Namen der Gemeinde für das Buch, das auch in unserer Bibliothek einverleibt werden wird. Wenn man nach einiger Zeit wieder an einen Ort zurückkommt, dann schaut man, was hat sich geändert. Man fragt vielleicht, was hat sich geändert, was wird sich ändern, wenn Sie durch unsere Gemeinde fahren, es hat sich nichts Namhaftes verändert. Ich glaube, es schaut recht schön bei uns aus, es geht uns recht gut. Es sind zwei Projekte, die demnächst verwirklicht werden. Das eine Projekt betrifft diese Straße. Der Herr der Berger hat mich schon am Beginn gefragt, was jetzt mit der Straße ist, denn ich habe ja voriges Jahr gesagt, dass sie wahrscheinlich schon saniert sein wird. Das Ganze hat sich verzögert. Ursprünglich war geplant 6,5 Meter Breite mit Grundstück ablösen von 1,5 Meter Breite. Unverständlicherweise hat es leider Grundstückseigentümer gegeben, die auch nach mehreren Verhandlungsrunden nicht bereit waren, das herzugeben, beziehungsweise nur unter gewissen Auflagen, sodass wir irgendwann mit dem Land einen Kompromiss geschlossen haben, dass es keine Grundstückablösen geben wird, sondern dass das Land auf Eigengrund die Straße auf 6 Meter verbreitern wird. Das ist jetzt fix, es wurde umgeplant. Bis vor zwei Wochen war auch noch unsere Information, dass nach dem 15. August eben in Rücksicht auf Ihr Treffen dann mit der Totalsanierung begonnen wird. Zwischenzeitlich wurde uns mitgeteilt, dass der Termin aus Frühjahr verschoben wurde. Zwei Gründe sind ausschlaggebend. Der erste Grund ist der, dass die Straßenbaufirmen ziemlich ausgelastet sind. Und der zweite Grund ist der, die Sanierung wird ungefähr 4,5–5 Monate in Anspruch nehmen. Und es besteht die Gefahr, dass dann die Witterung die Fertigstellung verzögert und dass dann die Umleitung durch die Ortschaften führt. Und das wollte man nicht riskieren. Aus diesen beiden Gründen wurde die Sanierung auf das Frühjahr verschoben. Aber nach momentanem Stand der Dinge kann ich Ihnen versprechen, dass Sie nächstes Jahr eine wunderschöne neue Straße bei der Zufahrt haben werden. Und das zweite Projekt, das auch schon Herr Griebel angesprochen hat, ist das Projekt Retz-Neumer Landesausstellung 2021, wo auch unsere Gemeinde sicherlich in gewisser Weise involviert sein wird. Ich kann mir vorstellen, und es ist auch legitim, wenn manche von Ihnen gewisse Vorbehalte haben, eingedenk der Erinnerung an die Vergangenheit, wo vor 70 Jahren sehr viel Unheil und sehr viel Schaden und auch sehr viel Ungerechtigkeit
vorgekommen ist oder an ihnen verbrochen wurde. Und nur die Vergangenheit können wir leider nicht ändern. Wir müssen in die Gegenwart, in die Zukunft blicken. Und so denke ich, dass dieses Projekt nicht nur ein wirtschaftlicher Impuls für unsere Region sein wird, sondern sehr wohl auch ein Friedensprojekt sein wird, damit solche Dinge, wie sie vor 70 Jahren passiert sind, wo diese Menschenrechte fürchterlicherweise getreten wurden, nicht mehr vorkommt. Und ich denke, dass so gesehen das durchaus ein Projekt ist, an dem wir alle mitarbeiten sollten. Und weil der Herr Domdekan zuerst noch die Wallfahrten angesprochen hat, eine kleine Werbung in eigener Sache. Die Pfarre Retzbach veranstaltet am Samstag die Fußwallfahrt nach Maria der Reichen. Wenn jemand Interesse hat, um 5:30 Uhr früh ist Treffpunkt bei der Kirche in Oberretzbach. Zum Mittag sind wir in Rafing im Gemeindehaus, im Feuerwehrhaus, da gibt es eine Stärkung. Und um 17 Uhr ist dann die Heilige Messe in Reichen. Also wenn jemand Interesse hat, bitte gerne mitgehen. Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer um 5:30 Uhr in der Früh am Samstag dort ist, geht mit und das war's dann. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, das Wetter ist herrlich. Ich denke, es wird jeder einen schönen Tag verbringen, wenn man sich unterhält, wenn man isst und trinkt und so soll es im Endeffekt auch sein. Und in diesem Sinne darf ich sagen, alles Gute, bis nächstes Jahr. Dankeschön. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei allen Mitwirkenden an dieser erhebenden Feier, bei euch für die Teilnahme. Dankeschön. Das übrigens über mehr von eigenen Stücke, da wir auch mal hoch mit dem Mann.